Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16. Ja, nachdem wir letzten Folge sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet sind, mehr oder weniger, erfolgreich schon, natürlich mit einem Sieg, aber halt jetzt nicht fußballerisch glanzvoll und viele Transfers schon vorbereitet haben oder am Vorbereiten sind. Schauen wir jetzt mal. Transferangebot. Tim Matthausch. Für ihn haben wir ein Transferangebot vorliegen. Der Hamburger SV will ihn kaufen. Marktwert liegt bei 5,5 Millionen. Sie bieten 5,5 Millionen. Da reden wir nicht lange drum rum. Er ist eh nur Ersatzspieler bei uns. Und diese 5,5 Millionen können wir gerne mitnehmen. Freut sich der Hamburger SV über einen neuen Stürmer. Dann Spieler verletzt. 3 Wochen ohne Lasogga. Zum Saisonstart ausfallend natürlich nicht so geil. Sperre ist abgelaufen bei Altintop. Und dann haben wir Nachrichten. Fabian Hofmann, danke für die Chance. Enttäuscht nicht in der Startelf zu sehen. Ja, so ist das, Parker. Man kann halt nicht alles haben. So. Ja. Was ich machen wollte, war jetzt. Wir werden uns natürlich weiter vorbereiten. Das globale Netzwerk, haben wir einen besseren Scout hier. Ja, verpflichten wir einfach mal den hier. Haben wir einen neuen Scout und den schicken wir mal. Wohin schicken wir den? Haben wir England schon dabei? Hier, das ist Bundesliga, La Liga und da ist England. Okay. Wir könnten den jetzt nach Italien noch schicken oder Frankreich, würde ich sagen. Oder haben wir noch eine andere Liga, die sehr interessant wäre? Ich denke mal nicht, oder? Deutschland haben wir ja, wie gesagt. Hier wäre jetzt Frankreich. Also ich würde sagen, wir schicken den nach Italien. Italien ist, glaube ich, da die attraktivste Liga, wo wir noch scouten können. Ja. Die Wunschliste haben wir ja sowieso. Dann können wir nämlich hier die Aufträge ändern. Und zwar in der Innenverteidigung. Da haben wir jetzt genug. Da würde ich jetzt sagen, nein, da will ich nicht die Spieler gucken, sondern ich will den Auftrag bearbeiten. Und zwar habe ich mir gedacht, wir suchen noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Was sollte er sein? Er sollte auf jeden Fall ein Distanzschütze sein, meiner Meinung nach, und ein Dribbler. Das sollte er sein. 20 bis 26 Jahre, das passt alles. Der Vertrag sollte aber etwas kürzer laufen, nur noch 2 Jahre maximal. Ich würde sagen, so können wir die Suche weiter angehen. Der Scout ist unterwegs, das ist wunderbar. Und dann können wir schon weitermachen, weil viel mehr können wir gerade eh nicht tun. Jetzt werde ich mich erstmal warten, ob Tar zu uns kommt. Tar ist nämlich gerade das wichtigste Transferangebot. Wieder Tim Matthausch. 4,6 Millionen bieten die uns. Tut mir leid. 5,5 wie bei Hamburg auch. Ist ja wohl selbstverständlich. Wollen ja nicht unter Wert verkaufen. Und da geht's los. Dann haben wir einmal hier einen Scouting-Abschlussbericht von Klein. Und der ist... Den werden wir auf jeden Fall mal auf die Wunschliste setzen. Dann haben wir Mangala. 80er Stärke, Innenverteidigung. Ja, wisst ihr was? Hauen wir direkt raus. Brauchen wir nicht so viele... Innenverteidiger brauchen wir jetzt nicht auf der Liste zu haben. Dann haben wir hier, ja, den können wir auch direkt raushauen. Cyrus Christie brauchen wir auch nicht. Aktuell ist aus England, ansonsten nichts Neues. Erinnerung, monatliches Scouting-Update. Aus Italien, da haben wir einen, den können wir verpflichten. Und den können wir auch verpflichten, so... Hätten wir es auch drauf. Angebot akzeptiert. Ja, hervorragend. Da haben wir schon unseren neuen Innenverteidiger. 21 Jahre, Jonathan Tah aus Leverkusen. Dem Meister übrigens. Also, ist doch schön. Haben wir dem Meister einen guten Spieler weggekauft. Jonathan Tah, definitiv, natürlich, direkt für Klavan. Damit bilden unsere Innenverteidiger Lenglet und wie der genannte Tah. Das ist unsere neue Innenverteidigung, mit der kann ich leben. Dann haben wir Klavan als Backup und Ho, wie die letzten Jahre auch. Carlsen kaufe ich, verkaufe ich noch. Ansonsten können wir uns jetzt langsam auch um
den rechten Verteidigerposten kümmern. Da müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Und da habe ich schon so einen oder anderen in Aussicht. Haben wir schon einige auf der Liste. Da würde ich sagen, kümmern wir uns da jetzt direkt als nächstes drum. Dass wir den Posten ebenfalls besetzen und dann halt. Ja. Oder soll ich damit noch ein bisschen warten? Bin gerade schwer am Überlegen. Bin ich ganz ehrlich. Ob ich jetzt schon verpflichten soll oder nicht. Ich gucke noch mal eben rein. In die Transfers auf. Wobei. Ne, warten wir mal ab, ob wir erstmal noch was verkaufen und dann können wir uns immer noch damit auseinandersetzen. G ist verliehen, Schuster auch, aber das sind zwei Spieler, die sind jetzt nicht gerade wichtig für uns. Diese Saison gekauft, gekauft. Ich würde sagen, Romero auf die Leihliste für ein Jahr. Palacios genauso. Alles mal auf die Leihliste hier. Kano. Ja, hoffen, dass die irgendwie ausgeliehen werden. Dann haben wir noch Max und wir haben jetzt zwei linke Verteidiger und Stifelidis. Ich würde sagen, Max verkaufen wir jetzt mal auch mal auf die Transferliste. Weil wir holen uns ja einen rechten Verteidiger noch und dann haben wir da ja auch noch einiges. Dann haben wir nämlich Opare, Verhaag und den neuen. Dann haben wir hier Kajubi, den werden wir auf jeden Fall behalten. Vorhin, wie gesagt, 35. Ich werde ihn behalten, ich werde ihn nicht verkaufen, aber für ihn ist halt einfach so langsam sich an die Zeit vorbei. Townsend Palacios, der übrigens mittlerweile schon 9 Mille wert ist und das mit 16 Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann haben wir Parker Gilios. Ich glaube, den setze ich mal auf die Transferliste, weil wir haben viel zu viele Torhüter. Tommy, ja. Tommy und Kajubi. Ich sag mal, wir könnten Kajubi verkaufen, dafür Tommy behalten. Ich warte mal ab noch. Dann haben wir Verdi. Ich würde sagen, den setzen wir mal auf die Leihliste auch. Hofmann behalten wir als Backup-Stürmer. Evangelista, Kano und dann sind wir durch. So. Und dann können wir schon weitermachen. So, es geht weiter gegen Palermo. Spieler ist verkauft. Matthausch ist für 5,5 Millionen zum Hamburger Sportverein gewechselt. Hat natürlich Auswirkungen auf unsere Mannschaftsaufstellung. Parker hat da jetzt den Platz erstmal übernommen. Ist okay. Wir haben noch so einiges vor uns. Also, wenn ich so drüber nachdenke, was wir da noch alles holen wollen. Heieiei, wir wollen ja noch einen Stürmer, noch ein Backup holen. Ja, würde ich sagen, fangen wir damit an, einen weiteren Stürmer zu holen, bevor wir in der rechten Verteidigung anfangen. Muss ja nichts allzu Teures sein. Wir haben hier unten ja welche drinstehen auf der Wunschliste, daran kann ich mich erinnern. Castaginos hätten wir hier. Ja, nur Castaginos. Grenier ist auf einmal zentrale Offensive. War denn die auch Stürmer letzte Mal? Naja, ist ja auch egal. Aber Lucas Castaginos, ich glaube, den können wir ruhig verpflichten. Aus Frankfurt, würde ich sagen. Den können wir gut als Backup anstelle von Parker dann nutzen. Und der passt sich da gut, passt da gut, ganz gut rein. Also er ist 7,6 Millionen wert. Ich würde sagen, ich biete einfach mal 8 Mille. So. Mal schauen, was die sagen. Und ja, dann warten wir einfach mal ab, bis dieses Vorbereitungsspiel dann vorbei ist. Es geht gegen Palermo. Ein bestimmt sehr interessantes Spiel. Uns fehlt auf jeden Fall Pierre-Michel Lasogga. Haben wir nicht eine. Ah, das ist besser, ja. Pierre-Michel Lasogga fehlt uns. Kann man nichts machen. Ich würde sagen, Davari lassen wir von Anfang an spielen. Dieses Mal wieder Palacios kommt raus. Für ihn nehmen wir Verdi mit. Hofmann spielt, das finde ich gut. Feuner nehmen wir mal mit noch. Aber ansonsten würde ich gerne. Wo sind wir denn die ganzen Jugendspieler? Kano zum Beispiel. Anstelle von Klavan. Und Romeo anstelle von. Ja, Opare. Wobei.
anstelle von Baba. Lass mal direkt von Anfang an spielen und Opare kann dann unter Umständen noch reinrücken. Ansonsten würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht viel ändern. Kajubi nehmen wir mal mit anstelle von Esswein dieses Mal. So, ich würde sagen, so gehen wir ins Spiel dieses Mal. Mal sehen, wie es wird. Gegen Palermo. Ihr seht schon, es gibt viel zu tun. Auch in der Vorbereitung noch, da werden wir noch viel durchwechseln. Wir werden noch den einen oder anderen Spieler holen. Ich hoffe noch, dass ich den einen oder anderen Jugendspieler verleihen werde. Das täte ganz gut. So, Palermo gegen den FCA. Das zweite Spiel der Gruppenphase. An der Anfield in England. Wow. Ich bin mal gespannt, was da noch an Transfers bei uns so passieren wird. Also, wer noch zu uns kommt, für wen wir uns entscheiden werden. Mit Jonathan Tah haben wir einen, den ich doch ganz gerne haben wollte. Jetzt, wie gesagt, die rechte Verteidigerposition will ich auf jeden Fall noch verstärken. Da will ich mit Lukas Genos im Sturm halt noch die Verstärkung mir holen. Hui. Und dann mal schauen, wo vielleicht noch Verbesserungsbedarf nötig ist. Zentrales offensives Mittelfeld. Zum Beispiel auch noch ein so ein Ding, wo wir auf jeden Fall nachlegen wollen. Aber irgendwann gehen uns halt auch die Millionchen aus. Wir müssen halt schauen, dass wir jetzt gut verkaufen und auch hier im Pokal halt noch die 8 Millionen am besten einstreichen. Dann haben wir zum Beispiel Lucas Genos, hätten wir jetzt für 8 Millionen, wenn wir den dafür bekommen würden, hätten wir dir das Geld auch schon wieder drinne. So, und hier haben wir erstmal die Chance zur Führung und das war super gespielt. 1:0 durch. Müsste Evangelista gewesen sein, wenn ich das richtig sehe. Vorarbeit von Kuh und dann ab in die Maschen. 1:0 also wieder mal für uns. Torschütze Evangelista, der bestimmt auch froh darüber sein wird, endlich Stamm zu sein. Genauso wie Lenglet froh darüber sein wird, Stamm zu sein. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es für euch Augsburg-Fans natürlich hart ist, jetzt die ganzen bekannten Namen so nach und nach doch aus dem Kader gedrückt zu sehen. Aber ich meine, wir sind jetzt auch schon im dritten Jahr mittlerweile. Und bis hierhin haben wir es ja ganz gut gemacht. Und Problem ist halt, dass, was ich jetzt da halt auch feststelle, dass die Augsburger doch schon eine relativ alte Mannschaft sind. Also im Durchschnitt wenig Jugend- oder junge Spieler im Kader haben. Was ist natürlich, dass der Wechsel jetzt der Spieler relativ schnell vonstatten gehen lässt. Was ich schade finde. Aber gut. Ich hoffe mal, ihr habt trotzdem Spaß dran, euren FCA hier spielen zu sehen. Auch wenn es irgendwann oder sehr wahrscheinlich nach dieser Sommertransferperiode nicht mehr wirklich viele Namen des FCA beinhaltet. Zumindest des aktuellen FCAs in der Fußball-Bundesliga. So, Wechsel auf Bombardier. Er versucht jetzt über die Außen, aber ihm hilft hier gerade so irgendwie keiner. Kuh jetzt mal. Bringt den scharf rein auf Evangelista, aber er kann sich nicht durchsetzen. So, da haben wir Hofmann, der ja schon ein Tor gemacht hat per Elfmeter. Schade. Ja, er ist bisher der einzige Stürmer, der getroffen hat. Das muss man auch mal festhalten. Unsere Nummer 1 gesetzten Stürmer haben bisher noch nicht getroffen. Und da steht 2:0. Wer war das denn jetzt? Bayer war es. Ja, sehr schön. 2:0. Läuft doch beim FCA. Ja, Lasogga wird auch gar nicht treffen in der Vorbereitung aufgrund einer Verletzung. Ich hoffe mal, dass er zum Saisonstart langsam wieder fit sein wird.
damit er ja den Saisonstart nicht verpasst. Die Vorbereitung verpasst er jetzt weitestgehend komplett. Bobadilla ist noch in der Winterpause, würde ich mal sagen. Er ist noch nicht ganz da. Wahrscheinlich wieder mal der Winterspeck, der Sommerspeck diesmal oder die Sommerstimmung. Und da sind wir durch. Bobadilla, aber er lässt sich damit nach außen treiben oder beziehungsweise zu nah zur Grundlinie. Aber immerhin holt er den Eckball raus. So, der kommt gut reingeflogen. Da steht 3-0. Das war jetzt aber sehr leicht. Wenn ich das mal so sagen darf. Dann setzt er sich im Kopfballduell durch. Jetzt hielt hier das 3-0. Ist Palermo so schlecht? Wow, kommt da gut reingelaufen. Sieht man hier jetzt, hat man gerade besonders gut gesehen. Finde ich schön, 3-0 also. Zweimal Evangelista, genau so will ich ihn sehen. Auch in der Liga dann. Und ich sag's mal so, also der rechte Verteidiger wird mal auf jeden Fall mein Königstransfer werden. Das wird auf jeden Fall der teuerste. Das wird schon so ein 80er Stärkespieler. Zumindest peile ich das an. Ob es am Ende hinhaut, werden wir sehen. Und hier fällt fast das nächste Tor. Also Palermo ist ja komplett von der Rolle. Und das Lustige ist, immer noch nur ein Stürmertor. Was ist nur los? Handspiel oder was? Na toll. Immer noch nur ein Stürmertor. Evangelista mit zwei Buden und unser unser Freund Bayer mit einem Tor am heutigen Tag. Hofmann mit dem Elfmeter. Aus dem Spiel noch kein Stürmer getroffen. Dass wir das Spiel jetzt hier wahrscheinlich gewinnen werden, steht wohl außer Frage. Und damit stehen wir dann wahrscheinlich schon im Halbfinale. Und das ist für uns natürlich sehr gut. Wow, das war jetzt mal richtig gut gespielt. Und dann geklärt. Wow, das war jetzt mal eine heiße Szene. Und so steht es weiterhin 0-3 aus der Sicht von Palermo. Also Augsburg richtig unter Strom in diesem Spiel. Bergamo im Rückstand gegen West Ham, Turin 1-1 gegen Trabzon und Leicester City noch 0-0. So, jetzt können wir nochmal wechseln. Altintop für den starken Evangelista bringen wir rein. Kano für Lenglet. Und dann bringen wir noch Feuner für Bayer, würde ich sagen. Die weiteren Wechsel. Schauen wir dann. Vor allem der Sturm wird wahrscheinlich wieder gewechselt bei uns dann. Ja, Hofmann hat dann insgesamt zwei Spiele schon bestritten. Also in der Vorbereitung gut dabei. Und dann kommt da Altintop. Altintop, der wird sehr spitz. Holt nur eine Ecke raus. So, Kuh bringt den Ball rein, aber nicht genau genug. Und abgefälscht. Gibt nochmal Eckball. So, Townsend, der kommt nicht genau. Dann haben wir hier Hofmann. Muss da aufpassen. Paul Verhaag. Verliert da fast die Kugel. Dann haben wir hier Raul Bobadilla. Setzt sich da super durch. Und dann der Abschluss. Schade. Wieder Eckball. Also hier kündigt sich eher ein 4-0 ein, als dass Palermo nochmal ins Spiel zurückkommt. Und wieder nach der Ecke und da steht es 4-0. Holen uns gleich mal eine Trophäe ab. Sind wir etwa so stark bei Ecken? Frage ich mich jetzt gerade. Wer war denn das, der Torschütze? Es war Romero, Adan Romero, unser Jugendspieler.
macht sich hier mal bemerkbar, dann würde ich sagen, dann tauschen wir direkt das nächste Mal. Ja. Bringen wir Verdi für Hofmann und für Bombardier bringen wir Parker. Und für Opare bringen wir Kajubi für Kuh noch. So. Und Opare bringen wir dann noch für Romeo am Ende. Also hier ist einiges los. Morata angeblich zu Juventus Turin. Eieiei, jetzt wird es gerade mal kritisch da ein bisschen auf der Außenposition. Aber Paul Verhaag macht das sicher. Na okay, am Ende ein bisschen glücklich auch. Und das war super gemacht. Jetzt Romero, der sich super eingroovt da auf der Abwehrseite. Altintop mit dem Ballverlust. Jetzt kann es mal schnell gehen. Jetzt fehlt Romero nämlich da hinten. Da muss jetzt Paul Verhaag hinterher und Kano. Aber die Abwehr macht das super, nach wie vor. Also auch mit den Jugendspielern läuft das ganz gut. Natürlich kann man das jetzt nicht mit einem Wettbewerbsspiel vergleichen, aber jetzt die Chance. Und da steht es 5:0, hervorragend rausgespielt. War es Verdi? Ich glaube schon. War astrein rausgespielt, 5:0. Also das ist doch mal vielversprechend für die neue Saison, oder? Wie seht ihr das? Wenn wir jetzt noch ein bisschen nachlegen. Fabian Hofmann war es sogar. Zum zweiten Mal in diesem Turnier getroffen. Jetzt geht er raus. Meine Güte, also 5:0. Das ist schon eine Hausnummer. Die der FCA hier auf den Platz zimmert. Schön. Oh, ein Fehlpass. Oh, das Ei haben wir uns mehr oder weniger selbst ins, ins Tor gelegt. Ich weiß gar nicht, wer den Fehler gemacht hat. Das war ja, wow, katastrophal. Kompletter Blackout. Vielleicht können wir das nochmal sehen, wer das war. Ich glaube, das war unser Romero sogar. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, es ist jetzt nicht so wichtig. 5:1, aber das sind halt Fehler, die nicht passieren dürfen. Aber gut, es ist ein Jugendspieler gewesen, der noch lernt, macht sein erstes Spiel für uns. Und bei dem Spielstand ist das dann am Ende auch egal, während hier fast das 6:1 fällt. Boah. Also ich muss schon sagen, das, was wir hier auf den Platz bringen, ist schon sehr stark. Kein Vergleich mehr zum ersten Spiel, wo wir uns ja teilweise echt dämlich angestellt haben. Aber jetzt hier Kajubi mit der nächsten Möglichkeit. Aber der Keeper hält. Torschance über Torschance. Townsend. Und fast schon wieder ein Kopfballtor. Und super gedreht. Boah. Jonathan Tah beinahe mit dem Tor. Schade. Also wenn ich mir das alles so angucke, dann freue ich mich jetzt schon auf den Saisonstart. Wenn ich ehrlich bin. Ob wir mit dieser Mannschaft die Meisterschaft holen können, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie die anderen Bundesligisten halt sich verstärken. Und ja, wie das da halt weiterläuft. Das werden wir dann noch sehen. Vor allem, ob wir auch diese Stärke, die wir hier gerade so ein wenig demonstrieren, halt mitnehmen in den Fußballalltag. Das bleibt ja auch noch abzuwarten. Denn da ist ja noch einiges zu drehen. Ah, nicht gut. Ah, Palermo versucht noch mal ein klein bisschen mehr. Aber wirklich gefährlich werden sie im Moment nicht. Townsend setzt sich da durch. Das war kein Abseits von Verdi. Aber kann er sich nicht durchsetzen. Schade.
Ja, da fehlt ihm dann noch die Erfahrung und das Training halt. Aber das kann noch kommen. Ja, das war jetzt nicht so gut verteidigt. Aber da geht Townsend mit nach hinten. Und Davari steht bereit. Ganz da hinten. Also ich muss sagen, es war ein klasse Spiel von uns. Wir haben viele schöne Tore gesehen. Ein Fehler von uns auch. Der darf natürlich so nicht mehr passieren. Aber damit dürften wir wohl schon in der nächsten Runde sein. Zumindest mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Uns geht es auf alle Fälle ziemlich gut jetzt. Bei 14 zu 4 Torschüssen. Klare Ansage, oder? West Ham schlägt Atlanta Bergamo. Und Turin gegen Trabzon ein 1 zu 1. Ja, Atlanta Bergamo ist unser nächster Gegner. Wir sind damit schon in der nächsten Runde. Können gar nicht mal eingeholt werden. Aufgrund dessen, dass Palermo und West Ham aufeinandertreffen und wir halt auf Atlanta Bergamo, kann an uns keiner mehr vorbei. Wie sieht es eigentlich in Gruppe B aus? Leicester auf Platz 1 auf dem Weg weiter. Turin, FC Turin auf Platz 2. Norwich auf 3. Trabzon auf der 4. Ja, da ist noch alles drin. So, dann hier das Training natürlich nicht vergessen. Ja, ich werde jetzt hier direkt mal weitermachen, was die Transfers angeht. Zumindest so ein bisschen. Ich hoffe, dass ihr, wenn das Video hier rauskommt, schon etliche Vorschläge gemacht habt auf das Video davor oder auf die Folge davor. Einfach deswegen, weil ich dann bei der nächsten Aufnahme, die dann wahrscheinlich entweder kurz nachdem das Video hier erscheint oder halt schon während dieses Video hier erscheint, schon die nächsten Transfers tätigen werde. Deswegen hoffe ich, dass ihr auch schon auf die letzte Folge ein paar Namen genannt habt, die ich vielleicht noch eben mit reinnehmen kann in unsere Suche auf neue Spieler. So, jetzt wollte ich aber noch mal eben kurz was schauen. Und zwar zu... Nein, nicht Tabelle. Die Begegnungen wollte ich mal eben kurz reinschauen. Das so geht es natürlich jetzt weiter, das ist aber jetzt uninteressant. Aufstiegsspiel im Pokal, das sind die Spiele. Bin mal gespannt, ob da noch die eine oder andere Überraschung gibt. Testspiele. Ja, nebenbei auch mal erwähnt, die Aufsteiger waren im Übrigen Leipzig und Düsseldorf. Na, das kann ja was werden im neuen Jahr. So, ich wollte wissen, im Champions Cup, wer spielt denn da die Quali-Spiele, vor allem gegen Wien? Dortmund trifft auf Aberdeen, das dürfte ja wohl machbar sein. Rapid Wien hat auch die Chance. RB Salzburg trifft auf Sporting. Chelsea gegen Rosenborg. Sehr interessant. Und die Euroleague... Mal eben kurz drüber geschaut. Inter Mailand nicht dabei in der Champions League. Hui. Berlin trifft auf Dundalk, sehe ich gerade. Liverpool leider auch nicht in der Champions League dabei. Trifft auf Grasshopper. Das sind jetzt die Mannschaften, die mir jetzt so als allererstes auffallen. Ich gucke gerade mal, ob ich noch eine andere... Die Wölfe treffen auf Lech Posen. Aber jetzt so wirklich große Namen sehe ich jetzt hier in der Quali jetzt mal nicht. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir mal erstmal weiter bis zum nächsten Spiel. Und da gibt es Aktuelles aus Deutschland. Das höre ich doch gerne. Und da haben wir Lukas Klostermann als rechter Verteidiger. Können wir gleich wieder raushauen. Ja, das war es dann auch schon hier. Da gibt es nichts mehr. Und hier geht es schon gegen Atlanta Bergamo. Da passiert jetzt nicht mehr viel, natürlich. Nun gut, das war's dann wirklich. Also hier passiert nichts mehr. Spielerstätigen können wir noch mal kurz reingucken. Ich finde es bemerkenswert, dass bei Augsburg wirklich bei so vielen Toren wirklich nur ein einziger Stürmer getroffen hat. Und das ist Hofmann. Machen wir wohl alles richtig momentan. Das sind die Vorlagengeber. Townsend richtig stark, ohne Gegentor. Palacios. Noch keine rote Karten bei dem Turnier. Finde ich schön. Nun gut, also würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Keine weiteren Transfers. Was passiert, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Da werden wir dann durchstarten mit den Transfers, weil wir müssen ja so langsam, aber sicher den Kader zusammenführen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht fällt euch der ein oder andere rechte Verteidiger oder ein guter zentraler Offensiv-Mittelfeldspieler noch ein, den wir verpflichten können. Sagt's dann am besten schnellstmöglich. In der Hoffnung, dass ich es, dass ihr es entweder schon im letzten Video gesagt habt, oder auf das letzte Video eher gesagt, oder halt jetzt nach dieser Folge. Naja,
Mal abwarten. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei FIFA 16. Bis zum nächsten Mal.